Nach Othmar Karas ein weiteres Mitglied aus dem EU-Parlament, nämlich Evelyn Regner von der SPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Minister, sehr geehrte Nationalräte und Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tribüne und vor dem Bildschirm. CETA ist wieder auf der Tagesordnung. Ja, CETA ist das beste Handelsabkommen, das jemals abgeschlossen wurde. Aber es ist nicht gut genug. Und das ist auch der Grund, warum wir Abgeordnete im Europäischen Parlament, wir SPÖ-Abgeordnete, gegen CETA abgestimmt haben. Die konzernklagerechte Frage, die muss ausreichend behandelt werden. Die Sozialdemokratie hat hier klare Prinzipien. Wir sind für fairen Handel. Und ob es inhaltlich jetzt um die Stärkung von Arbeitnehmer- oder Umweltstandards geht oder so wie jetzt um Respekt vor dem rechtsstaatlichen Prozess. CETA heute durch den Ministerrat zu peitschen, ohne Not, ja, und während wir noch auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs warten, das ist verantwortungslos. Das ist symptomatisch für das Politikverständnis dieser Regierung. Wir in der SPÖ stehen für eine andere Politik, ein Europa für die Menschen und nicht für die großen Konzerne. Eine Politik im Interesse jener, die sie gewählt hat. Für Menschen, die einen Staat ausmachen, für Menschen, ohne die es weder Markt und schon gar keinen Binnenmarkt gibt. Wir in der Politik, wir stellen uns der Wahl. Wir können abgewählt werden. Konzerne können nicht abgewählt werden. Und dabei ist doch ihr Handeln hochpolitisch. Die Politik, und dabei haben wir alle, wie es scheint, immer weniger mitzureden. Und dieser Entwicklung stelle ich mich mit aller Kraft entgegen. Wir müssen das Heft des Handelns wieder in die Hand nehmen. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass Eigentum nicht nur berechtigt, sondern das Eigentum auch verpflichtet. Wir brauchen klare Regeln, Durchsetzung und Kontrollen, um Konzerne zu bändigen und gleichzeitig die Schwächeren zu schützen und zu stärken. Die Konzerne, die können sich nämlich eh richten, wie sie wollen. Sie suchen sich im Großen und Ganzen die Rechtsordnung aus. Die Geschäftsleitung, die sitzt und die Betriebe sind in Österreich, Briefkasten sind in Panama, Arbeiter, Arbeiterinnen in diesen Konzernen aus Osteuropa und die Steuern werden in den Niederlanden oder Irland gezahlt. Das heißt, Konzerne bedienen sich dieses Flickenteppichs an nationalen Rechtsordnungen, weil es eben einen Mangel an gemeinsamen europäischen Regeln diesbezüglich geht. Worum es mir allerdings geht, das ist den Finger auf die Konzerne zu zeigen, nicht den Finger auf die Konzerne zu zeigen, sondern um Fairness. Es ist nicht fair, wenn Frauen im Handel 10% Lohnsteuer zahlen, Facebook aber exakt null. Es ist nicht fair, wenn die FÖST 25% Körperschaftssteuer zahlt und Google 0,27%. Hier muss sich etwas ändern, national und europäisch. Macht man es aber, so wie die Kurt-Strache-Regierung, da macht man Politik, die gekauft wurde, mit riesigen Wahlspenden. Und dabei gäbe es unendlich viel zu tun. Vor der EU-Fahne stehen, sehr geehrter Herr abwesender Bundeskanzler, und lächeln, das reicht nicht aus. Sobald es um Regeln für Konzerne geht, blockiert diese Kurz-Strache-Regierung. Sie können sich auch nicht weiter an der bösen EU abputzen, denn es liegt sehr viel auf dem Tisch. Auch die Kommission mehr oder weniger hat auf großen Druck, ja, vor allem der Sozialdemokratie, gelernt und Vorschläge vorgelegt. Und es liegt jetzt vor der Ratspräsidentschaft eine ganze Latte auf dem Tisch. Europaweite Sammelklagen, der Schutz der Whistleblower, also jener Hinweisgeber, die so wertvoll sind, um zu wissen, welche Machenschaften in Konzernen passieren, die Besteuerung der digitalen Konzerne, Facebook, Google und Co., die EU-weite Körperschaftssteuer, die öffentliche Konzernsteuererklärung. Also ich zähle jetzt schon einmal eine ganze Latte auf, die als Vorschläge auf den Tisch legen, die europaweit wichtig sind und die jetzt abgehandelt und abgearbeitet werden müssen. Und das erwarte ich mir von der österreichischen Ratspräsidentschaft. Europa, und das ist mir wichtig, so gegen Ende, Europa wird sozial sein oder es wird nicht sein. Ich sage das immer wieder, denn das ist nicht nur eine, das ist keine leere Floskel, das ist ein Auftrag an die Regierung, ein Auftrag an uns alle im Europäischen Parlament, an uns Nationalräte, an Sie als Nationalräte.
Unser Ziel ist klar, wir wollen kein Grusel-Europa à la Orban, keine Schmalspur-Variante der Kurz-Strache-Regierung. Wir wollen ein soziales Europa, ein Europa, das Menschen auffängt und ein Sicherheitsnetz bietet, ein Europa zum Verlieben. Sagt Evelyn Regner von der SPÖ, Abgeordnete des EU-Parlaments.